Schönen Gruß von Marcus. Er meint, du sollst mir ein Buch über Toxikologie für ihn mitgeben. In New Catalina gibt's einige schwere Vergiftungsfälle. Marcus. Schön, dass er noch lebt. Ich hoffe, er hat inzwischen mehr Glück bei den Frauen. Wir hatten ständig Streit, weil ich... Egal. Ein Buch über Toxikologie, sagst du? Ja, da habe ich was. Und Marcus kann es natürlich haben. Was sind denn das für Vergiftungen in New Catalina? Schwer zu sagen. Einige Bewohner winden sich in Krämpfen. Andere haben schlimme Visionen. Ein Mädchen ist gestorben. Wir haben den Verdacht, dass das Roggenbrot schuld ist, aber wir wissen nicht warum. Giftiger Roggen? Das ist in dieser Gegend noch nie vorgekommen. Hör zu, ich stecke ein Lesezeichen in das Buch. Vielleicht kann sich Marcus das Suchen sparen. Ich glaube, ich weiß, welches Kapitel ihn interessiert. Hier, steck's ein und bestell Marcus einen schönen Gruß von mir. Ich muss dann weiter. Bye. Wenn die Hexen endlich verbrannt worden sind, kann ich mir ja mal ihre Hütte angucken. Die gefällt mir eigentlich viel besser als meine. Was gibt es Neues? Ich habe hier ein paar Roggenpflanzen für dich. Hervorragend. Ein ganzes Bündel gleich. Lass mal sehen. Also wirklich gesund sehen die Pflanzen nicht aus. Die Ähren finde ich ziemlich merkwürdig. Aber mehr sehe ich als Laie da leider nicht. Jetzt brauche ich das Buch von Horatio. Lass mal sehen. Hier ist ein Lesezeichen drin. Ist das Zufall? Nein, ich habe ihm von unserem Problem erzählt und er hat dann das Lesezeichen ins Buch gepackt. Sehr gut. Wirklich sehr gut. In Ordnung, schauen wir mal. Parasitärer Pilz. Findet sich am Roggen. Mutterkorn genannt. Natürliches LSD. Das ist es. Pass auf, hier steht, dass Roggen bei einer bestimmten Beschaffenheit des Bodens von einem Pilz befallen werden kann. Das Zeug wird Mutterkorn genannt und hat es in sich. Wenn man den Pilz zusammen mit dem